Jedes Jahr zum Frühlingsanfang öffnen Eisdielen und Eiscafés ihre Türen, um die Kunden mit der kalten, leckeren Süßigkeit in ihre Geschäfte zu locken. Dieses Jahr begann auch in Den Haag die Eiszeit anders als erwartet. Doch wie genau legen die Betreiber den Zeitpunkt der Eröffnung fest und wer ist nach der langen Winterpause der erste Gast? Tja, gute Frage. Erstmal wetterbedingt warten wir, dass der Schnee verschwindet oder es so warm ist, dass man sagt, ja, jetzt fangen wir an. Also wir haben keinen festgesetzten Tag oder Zeit. Wir gehen wetterbedingt. Der März ist der erste Monat, den wir anfangen. Also definitiv machen wir im November zu. Dann sind natürlich alle traurig, weil der Winter ist ja lang. Und dann warten sie schon. Und die Ersten, die uns begrüßen, sind meistens auch die Stammgäste. Und das sind, ja, unterschiedlich. Die kleinen Kinder oder die Älteren. Es ist gemischt, ne? Eiscafés und Eisdielen bieten unterschiedliche Varianten der Eisherstellung an. Es gibt hausgemachtes Eis und selbstgemachtes. Während das selbstgemachte aus fertigen Pasten besteht, wird das hausgemachte Eis aus ganz frischen Zutaten hergestellt, wie uns Gunnar Stark erklärt. Ja, frisches Eis wird eigentlich wie ein Kuchen gebacken, bloß dass man es nicht in den Backofen steckt, sondern eben in die Eismaschine. Das ist das A und O eigentlich. Also zum einen brauchen wir erstmal ein gutes Rezept und frische Zutaten. Ja, es gibt zwei Varianten, einmal das Milcheis und einmal das Fruchteis. Und beim Milcheis ist, wie es schon genannt wird, vorrangig Milch drin. Zumindest 65%, so wie die Verordnung ist. Dann Grundzutaten sind weiterhin Sahne. Und da es eine Süßigkeit ist, natürlich auch Zucker. Natürlich kommen noch ein paar kleine andere Sachen mit rein, weil es geht darum, dass das Wasser, was in der Milch zum Beispiel drin ist, dass das ein bisschen aufgenommen wird, sprich mit leichten Verdickungsmitteln. Dafür braucht man entsprechend dann auch kein Eigelb mehr, was zum einen das Eis leichter macht. Bei so vielen Eiskreationen möchte man meinen, dass die Eiskonditoren auch Geheimzutaten in Rezepten beifügen. Es gibt einige geheime Zutaten, die zwar, geheim kann man nicht wirklich sagen, aber zum Beispiel, dass man bei einigen Eissorten einen Hauch Orange mit dran macht oder einen Hauch Mandel mit dran macht. Oder eben auch zum Beispiel an Stracciatella-Eis zum Beispiel einen Hauch Vanille mit dran macht, aber nur einen Hauch zum Beispiel. So dass man das nicht vorrangig schmeckt, aber so unterschwellig nur, ganz leicht. Noch sind die Plätze im Innen- und Außenbereich spärlich besetzt. Doch wie die Betreiber hoffen auch die Gäste, dass der Winter nun endlich dem Frühling Platz macht.